In der heutigen Newsfolge geht es um neue FIA-Regel für Unterboden, Formel 1 plant 2023 das Einfrieren von Motoren, Boris Johnson setzt sich für einen Silverstone Grand Prix ein, 1200 Arbeitsplätze werden bei McLaren gestrichen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die FIA will 2021, obwohl die Autos eingefroren sind, mit einer neuen Regel am Unterboden eingreifen und den Abtrieb begrenzen, damit sie nicht zu schnell für die Pirelli-Reifen werden. Denn der Reifenhersteller hat Sorgen, dass die Autos trotz dem Entwicklungsstopp schneller als berechnet werden können. Die Aerodynamik und zwei weitere frei gewählte Komponenten dürfen pro Team verwendet werden. Da Pirelli nächstes Jahr keine neuen Reifen entwickeln möchte, weil man sich 2022 auf die 18 Zoller konzentriere, kommt diese Regel ins Spiel. Von daher schlägt die FIA vor, den Artikel 3.7 des technischen Reglements mit einem weiteren Unterpunkt zu ändern, der den Unterboden und den Diffusor beinhaltet. Die Teams müssen dem Vorschlag nur noch zustimmen. Konkret geht es darum, beim Artikel für Unterbodenmaße einen Extra-Paragraphen einzuschieben, der weitere Beschränkungen vorsieht. Der Regelhüter möchte die Abtriebssuche an der Hinterachse stoppen, die zur roten Zone wird, weil der Unterboden nah an die Hinterräder herangezogen wird, um Turbulenzen zu kontrollieren. Daher sieht man öfters Schlitze und Finnen im Unterboden der Boliden. Laut den neuen Regeln würden diese aber wegfallen, weil der Unterboden dort gekürzt wird. Des Weiteren sollen Stellen für Schlitze weiter vorne ausgeschlossen werden. Da in der Formel 1 mittlerweile gespart werden soll, werden bald ein paar Maßnahmen zum Einfrieren der Motorenentwicklung in den kommenden Saisons verabschiedet. Das soll ab 2023 der Fall sein, bevor zwei Jahre darauf die neuen Aggregate eingeführt werden. Das Ziel sei es, die ständige Verbesserung der Motoren zu begrenzen. Es ist geplant, dass die Hersteller nur einmal pro Jahr in den Jahren 2021 bis 2023 neue Motor-, Turbo- und MGOH-Spezifikationen einführen können. Ab dem Zeitpunkt sollen diese Komponenten bis 2025 eingefroren werden. Gerüchten zufolge sollen es ja die Zweitaktmotoren mit mehr Sound und synthetischem Ökotreibstoff werden, worüber ich vor 4,5 Monaten ein Video gemacht habe. Die MGOK, die Batterie und die Steuerelektronik werden härter beschränkt und die Hersteller werden nur vor Ende 2021 eine neue Spezifikation einführen, sowie zwischen 2022 und 2023 eine weitere neue Spezifikation einführen. Von daher würde mich mal eure Meinung interessieren. Ist das eine gute Idee oder nicht? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, setzt sich für die Austragung des Silverstone Grand Prix ein. Ab dem 8. Juni müssen Einreisende nach Großbritannien in eine 14-Tage-Isolation, die einen Grand Prix so gut wie unmöglich machen. Die Regierung hat aber Bedenken, dass die Formel-1-Ausnahme zu Druck von anderen Industriezweigen kommen könnte, die keine Ausnahmen bekommen. Die Richtlinien werden alle drei Wochen nochmal überprüft, was bedeutet, dass es ab dem 29. Juni zur Lockerung kommen könnte. Das wiederum könnte ein Juli-Termin möglich machen, aber knapp, was Planungen betrifft. Aufgrund der Corona-Krise werden beim britischen Traditionsteam 1200 Arbeitsplätze gestrichen, 50 davon noch vor 2021 und der Einführung der Budgetobergrenze. 170 Millionen Euro wurden von der britischen Regierung als Krisenhilfe abgelehnt, sodass sie jetzt über Kredite nachdenken müssen, was die Absicherung des Hauptquartiers in Woking und die darin befindliche historische Formel-1-Sammlung betrifft. 50 Arbeitsplätze von 850 fallen im Formel-1-Team weg. Wenn die Budgetobergrenze da ist, werden noch ca. 200 Arbeitsplätze gestrichen. Als eines der ersten Teams hatte McLaren auf Kurzarbeit umgestellt und die Löhne gekürzt. Von daher waren sie auch für die Verschärfung der Budgetobergrenze. Kommen wir zu Mikes Meinung. In der rennfreien Zeit kommt es zu vielen Regeländerungen. Motoreneinfrierung hier, Unterbodenregel dort. Ich habe eigentlich nichts gegen diese Regeln, da es ja um die Kosten geht, die gesenkt werden sollen. Das mit McLaren ist natürlich traurig, dass sie viele Plätze streichen müssen und hoffen wir mal, dass der Großbritannien Grand Prix doch noch kommt. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Daniel Müller. Er fragt, verschwindet bei Force India 2021 das Rosa von der Farbpalette? Zuerst einmal, es heißt seit Sommer 2018 Racing Point und das kann sehr gut sein, weil sie das British Racing Green wohl verwenden möchten. Was mit BWT als Hauptsponsor passiert, das weiß man nicht. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.